Das 12. Türchen des Adventskalenders, heute mit einer Kapitel-Review zu dem Manga Milk the Exorcist Fallen in Love, und zwar Kapitel 54. Das Ganze setzt scheinbar nach einem sehr großen Kampf an, denn wir sehen auf dem ersten Bild so einen Stadtteil, der ist abgesperrt, weil er ist völlig zerstört, völlig in Schutt und Asche gelegt worden. Dann so ein Idol, die hört mit ihren Idol-Tätigkeiten auf, und wir erfahren auch, dass die Priester und die noch höher Geistlichen, dass er immer mehr eine Kluft zwischen entsteht. Danach springt es zu unseren Hauptcharakteren. Das ist ein Junge, der von dem einem Mädchen, was ich denke mal der weibliche Hauptcharakter ist, immer nur Herr Priester genannt wird. Und der ist absolut betrübt, denn der läuft da durch dieses zerstörten Stadtteil, weil er diesen Stadtteil zerstört hat im Kampf. Wir erfahren nämlich, dass er zuvor gegen einen Dämonenlord gekämpft hat und dabei hat er diesen Stadtteil in Schutt und Asche gelegt, und das macht ihm jetzt sehr, sehr schwer zu schaffen, obwohl keiner zu Schaden gekommen ist und obwohl die anderen Priester und Geistlichen und so eine Nonne gesagt haben, ja, da wurde zwar viel zerstört, aber diese Mission war ein voller Erfolg, weil der Dämonenlord besiegt worden ist. Es gibt allerdings noch eine Sache, die dem Hauptcharakter sehr zu schaffen macht. Und zwar hat er im Kampf nicht aufgehört, denn auch schon als dieser Dämonenlord besiegt war, hat er weiter draufgeschlagen, wie besessen, wie in einem Berserker-Modus. Und hier wird so ein bisschen was angedeutet, und zwar sagt der Hauptcharakter so, als wäre irgendwie so, als ob er die Stimme des Teufels gehört hätte, die ihn dazu gebracht hat. Ob der Hauptcharakter jetzt irgendwie vom Teufel oder so besessen ist oder irgendwie der Teufel sich da eingemischt hatte und den Hauptcharakter jetzt in diesen Berserker-Modus gebracht hat, das erfahren wir noch nicht. Ich denke, sollte es darauf hinauslaufen, was durchaus sein könnte, durch diese Stelle, die erwähnt worden ist, wird das auch noch ein bisschen dauern. Dieses Mädchen, was jedenfalls bei unserem Hauptcharakter ist, sie sagt, ja, aber du hast gewonnen, keiner ist gestorben. Und ja, trotzdem, unser Hauptcharakter ist irgendwie nicht so richtig aufzumuntern, denn auch das Schulfest ist dadurch doch ausgefallen. Ja, stellt euch das nur vor. Das Schulfest konnte halt so gesehen nicht stattfinden, weil die Schule, die wurde halt auch in Schutt und Asche gelegt. Und dann dieses Typische, was man so oft aus solchen Werken kennt, wo irgendwie dieses Schulfest in Gefahr ist oder abgesagt wird. Ja, und all die Leute, die sich da so viel Mühe gegeben haben und die ganze Arbeit in die Vorbereitungen gesteckt haben. Und da macht der Hauptcharakter jetzt Vorwürfe, dass das verdammte Schulfest nicht stattgefunden hat. Ja, gut, ist allerdings auch nur so halb richtig, denn das Schulfest hat irgendwie doch stattgefunden und die Klasse, in die unser Hauptcharakter und auch das Mädchen gehen, die haben wohl Donuts gemacht und die sind irgendwie auf Platz 2 gelandet von den besten Sachen. Das wurde dann wohl irgendwo anders hin verlegt. Okay, da wurde zwar gerade ein ganzer Stadtteil zerstört, die Schule ist ja auch scheinbar weg, aber das Schulfest, das verlegen wir an einen anderen Ort. Also die Schulfeste sind wirklich heilig. Ja, jedenfalls, ja, dann geht es ihm so ein bisschen, nicht so wirklich besser. Und ja, er fühlt sich immer noch sehr schlecht. Und dann gibt es halt dieses typische Gespräch. Ja, du musst dich nicht schlecht fühlen und du hast kein Recht, dich schlecht zu fühlen. Und möchtest du, dass wir jetzt irgendwie böse auf dich sind, aber das sind wir nicht, und so weiter und so fort, das typische Gespräch. Dann kommen auch noch auf einmal niedliche Häschen, die sind irgendwie so unter Trümmern gewesen. Keine Sorge, den Häschen, denen geht's gut. Die hoppeln am Mund da rum und das eine Häschen, das schmiegt sich so an den Bein, ans Bein vom Hauptcharakter, und dann ist auch schon mehr oder weniger wieder alles besser. Es ist nicht alles gut, den Hauptcharakter nimmt das immer noch sehr mit, diesen Priester, und der scheint wirklich nur irgendwie Priester genannt zu werden. Aber okay, aber das Häschen, das muntert ihn dann noch ein bisschen auf. Dann die Worte davon seiner Freundin. Und ja, er sieht das dann so ein, wie es ist ja niemand gestorben und hat diesen Dämonenlord ja besiegt. Auch wenn er halt in diesen Berserker-Modus gekommen ist und sich natürlich jetzt als eine böse Person fühlt. Wie gesagt, mal schauen, was es damit noch auf sich hat, ob er irgendwie nur seine Kräfte nicht kontrollieren kann und der Kampf jetzt besonders hart war, oder ob der Teufel da dann noch irgendwie eine größere Rolle spielt und vielleicht unseren Hauptcharakter manipuliert hat, besessen hat oder irgendwie was damit zu tun hat. Viel mehr passiert in dem Kapitel dann auch nicht mehr. Die gehen dann nach Hause
und leben dann erstmal so normal weiter und dann endet das Kapitel auch. Ja, an sich ein recht interessantes Kapitel, muss ich sagen. Der Zeichensieber-Manga gefiel mir erst ein paar Seiten nicht wirklich, man gewöhnt sich aber dran. Und es scheint auch gar nicht mal so ein schlechter Manga zu sein. Ich werde noch mal ein bisschen genauer in den Manga schauen, mal schauen, wie auch so die Kämpfe sind. Ich hatte dann noch mal kurz ein Kapitel vorher durchgeblättert und da war der Kampf gegen diesen Dämonenlord und der Kampf war echt ziemlich gut, muss ich sagen. Und dabei ist irgendwie Comedy und sonst was angegeben, aber der Kampf, der war wirklich, wirklich gut. Da bin ich wirklich überrascht gewesen. Ich hatte damals schon mal von dem Manga gehört, aber Kapitel 1 hatte mich nicht so angesprochen. Jetzt werde ich vielleicht doch noch mal mehr in den Manga reinschauen. Auf jeden Fall ein Manga, den man lesen kann. Und ja, wie immer, eure Meinung zu dem Manga in die Kommentare. Verfolgt ihr ihn? Seid ihr vielleicht seit Kapitel 1 dabei? Oder seid ihr erst jetzt eingestiegen? Oder wurde euer Interesse jetzt geweckt und ihr sagt, also, ja, das, also ihr wollt sehen, wie der Hauptcharakter das Schulfest ruiniert, das heilige Schulfest. Denn Schulfeste sind in Anime und Manga heilig. Also das ist ja schon, also wenn da was nicht klappt, oh Himmels, Himmels, wenn. Aber ja, so viel jedenfalls zu dem Kapitel. Und dann sage ich mal, sehen wir uns im nächsten Türchen.